Steil, der SWR-Fußball-Podcast mit Markus Sorg, dem Co-Trainer der Nationalmannschaft. Heute bist du ja als Cheftrainer Bundesliga in erster Linie vielleicht mal bei der Einstellung Krisenmanager. Es geht um Miteinander. Miteinander ist ja ein schwieriges Thema in diesen Tagen. Und trotzdem wollen wir uns dem mal annähern, Jens. Wir beide mit Abstand, trotzdem miteinander. Auf YouTube, da vielleicht der Hinweis, kann man uns unten auch für das Gemeinsame oder für das Miteinander ein paar Kommentare dalassen, Wünsche, was auch immer. Ein Abo gibt es da auch. Aber das Miteinander im Fußball ist natürlich jetzt nicht ganz so unwichtig. Und da haben wir uns heute einen rangeholt, der freundlicherweise per Telefonschalte zugesagt hat, Markus Sorg, der, glaube ich, schon für das Thema Miteinander ganz gut steht. Seit 4 Jahren schon die rechte Hand von Joachim Löw, hat mich ehrlich gesagt überrascht in der Vorbereitung. Schon so lange dabei, wie die Zeit vergeht. 1999 hat er bei den Stuttgarter Kickers angefangen, war dann in Ditzingen, war in Heidenheim. SC Freiburg Nachwuchs, dann Cheftrainer in Freiburg in der Bundesliga, hat nicht richtig hingehauen. Ja. Nach einem halben Jahr war Schluss. Christian Streich, sein Co-Trainer, hat übernommen und ist jetzt, wie wir alle wissen, der dienstälteste Profitrainer der Republik. Wir sagen Hallo nach Ulm. Also, grüß Gott. Genau, so sagt man da. Miteinander, wie viel Miteinander geht in diesen Tagen in Ihrem Leben? Ja, eigentlich auch so wie alle anderen auch, sind wir natürlich jetzt häuslich begrenzt, wobei die Arbeit für uns jetzt natürlich jetzt nicht so unüblich ist von zu Hause aus. Wir haben ja kein Büro jetzt in Frankfurt, sondern wir arbeiten aus dem Homeoffice raus. Und von daher ist jetzt, sage ich mal, für uns, was die tägliche Arbeit, wenn wir nicht mit der Mannschaft zusammen sind, eigentlich jetzt nicht so ungewöhnlich. Das heißt, tägliche Arbeit für Sie klassisch am Laptop oder sind das dann auch Telefonkonferenzen mit den Kollegen, dass da Pläne ausgearbeitet werden, was weiß ich, die Verschiebung der Europameisterschaft dann nochmal eine große Berücksichtigung findet, um den Plan aufzustellen? Genau, also in sämtlicher Form, Telefonkonferenzen, Videokonferenzen, dann gewisse Dinge ausarbeiten, Spielanalysen, alles, was sonst so auch unser täglich Brot ist, jetzt natürlich nur bedingt durch die Verschiebung der EM natürlich für uns natürlich jetzt auch schade, weil das Salz in der Suppe ist die Arbeit mit der Mannschaft und die haben wir jetzt leider nicht und da sind wir natürlich schon auch alle traurig drüber. Lässt man die Spieler jetzt eher in Ruhe in dieser Phase oder redet man eher mehr als vorher? Nein, ich denke, dass es von Fall zu Fall auch unterschiedlich ist, weil die Spieler haben ja auch ihre eigenen Probleme jetzt. Jeder hat ja sein persönliches Umfeld und muss schauen, dass er das dann, sag ich mal, gut auf die Reihe bekommt. Wir lassen die Spieler jetzt inhaltlich natürlich schon mehr in Ruhe als sonst. Das versteht sich von selbst. Machen Sie sich Sorgen um Ihre Spieler, um die Nationalspieler? Ich meine, wir hatten jetzt in der letzten Ausgabe von Steil, dem SWR-Fußball-Podcast, Toni Kroos, der so ein bisschen erzählt hat, wie es ihm geht und wie es ihm eher geht. Machen Sie sich Sorgen um Ihre Spieler? Die können noch nicht mal einen Friseur einfliegen lassen in diesen Tagen. Was haben die für Probleme momentan? Nicht nur die Spieler, auch die Trainer. Ich hoffe, dass die Pohila wieder modern wird. Aber warten wir es mal ab. Ja, natürlich, ich meine, es geht allen gleich. Jeder hat die Probleme, jeder Verein, jeder Spieler muss schauen, dass er, sag mal, sich einigermaßen fit hält, dass, wenn es dann wieder losgeht, dass er gut vorbereitet sein wird. Aber wir haben ja jetzt noch ein bisschen mehr Zeit als Verband. Von daher mache ich mich da eigentlich keine Gedanken drüber. Aber Sie haben die verschobene Europameisterschaft schon angesprochen. Seit der WM 2018 ist man ja als Fan vielleicht so ein bisschen vorsichtiger. Wie turnierfähig ist die deutsche Mannschaft? Kommt diese Verschiebung Ihnen und Ihrer Mannschaft zugute oder sagen Sie, das macht keinen großen Unterschied? Ja, im Endeffekt hätte man vielleicht vor der Verschiebung gesagt, Mensch, das ein oder andere Jahr würde uns noch gut tun, weil die Mannschaft ja doch jetzt vor allem im vergangenen Jahr nicht so oft zusammen war. Weil doch viele Ausfälle waren. Unser gewohnter Kern nach dem Umschwung, muss man ja schon sagen, war dann doch sehr verändert immer wieder, weil wir sehr, sehr viele Verletzte hatten. Wir sind ja teilweise zu Lehrgängen gegangen, da waren 12, 13 Ausfälle. Spiel gegen Argentinien zum Beispiel, wo man einen Tag vorher noch nicht wusste, wie viele Leute wir zusammenbekommen. Also von daher denke ich, tut es vielleicht dem einen oder anderen gut, vor allem natürlich Leroy oder jetzt auch Niklas Süle. Als Mannschaft würde es uns nur dann weiterhelfen, wenn wir jetzt auch, sei mal, spätestens dann wenigstens im September dann wieder unseren Stamm zusammen haben können, über den Oktober, November hinaus dann, dass wir dann und gewisse Dinge, Abläufe, alles trainieren können und auch im Spiel umsetzen können. Dann würde es uns helfen, aber wenn dem wieder so ist wie jetzt im vergangenen Jahr, dann auch nicht.
Wir hören, Markus Sorg arbeitet, es kommen E-Mails rein, ist aber gar nicht schlimm, das ist so. Sie sind Ingenieur für Bauphysik mit einem Abschluss auch. Was für eine Statik braucht eine Mannschaft, dass sie funktioniert? Ja, Ausgewogenheit, Erfahrung, ja, Wille, die ganzen Dinge, die so eigentlich klassisch vorhanden sein sollten. Das heißt, wir sind schon der Meinung auch, dass eine gewisse Erfahrung notwendig ist, die auf dem Platz dann auch in schwierigen Situationen dann auch mal die Ruhe bewahrt. Und ich denke, so wie wir die Mannschaft jetzt aufgestellt haben, mit einer gewissen erfahrenen Achse, drumherum junge Spieler, die entwicklungsfähig sind, die noch große Ziele vor sich haben, dass wir da sehr, sehr gut aufgestellt sind. Kommt Ihnen die Ausbildung da tatsächlich auch im jetzigen Job zugute? Ja, ich habe mich natürlich, gut, das ist ja auch schon lange her, ja, muss man jetzt ehrlich sagen, ich habe dann eigentlich aktiv 99, 2000 aufgehört zu arbeiten, seit 99 Trainer. Habe ich mich zuerst gefragt, ob vielleicht ein Sportstudium nicht vorteilhafter wäre als jetzt ein Bauphysikstudium. Aber ich muss sagen, jetzt im Nachhinein hat das Ingenieurstudium natürlich einen riesen Vorteil. Das heißt, man muss gewisse Dinge, die man erlernt hat, immer den Gegebenheiten anpassen. Und genauso ist es im Trainerberuf auch. Und von daher bin ich jetzt nicht undankbar, dass es dann doch die Bauphysik wurde und nicht der Sport. Wie viel Miteinander gibt es eigentlich im Trainerteam oder wie sehr muss das Miteinander stimmen? Also kann ich mir das harmonisch vorstellen oder muss man halt auch so ein bisschen untereinander vielleicht anecken, unterschiedliche Meinungen haben, damit man den größtmöglichen Erfolg am Ende rausholt? Teams zusammenzustellen, immer gleich, heißt ja nicht, dass immer der Erfolg da sein wird. Das heißt, es gibt ja immer unterschiedliche Zusammensetzungen, die erfolgreich sein können. Und ich glaube, es kommt auf die Typen drauf an. Also ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass ich definitiv Leute um mich herum brauche, mit denen ich auch persönlich klarkomme und die vor allem ihre Meinung sagen und nicht sofort wegknicken, nur wenn man dann sagt, ich bin aber anderer Meinung. Also ich denke schon, und das ist natürlich jetzt auch als Assistenztrainer die mit Abstand größte Herausforderung, dass man seine eigene Meinung irgendwie mit einbringt, ohne dass es so weit geht, dass der Trainer nur das macht oder einmal das macht, was einer sagt, so wie ich oder ein Kollege, der Köppi oder ein Oliver Bierhoff. Weil am Ende des Tages muss es immer die Entscheidung des Trainers sein. Und ich bin schon der Meinung, dass es von Vorteil ist, wenn man sich persönlich versteht. Das hat nichts damit zu tun, dass man auch mal unterschiedlicher Meinung ist. Das heißt, man tritt als Co-Trainer aber doch schon anders auf als Cheftrainer. Muss sich ein bisschen mehr zurücknehmen. Ja, nach außen definitiv und im Innenleben, wie gesagt, ist die größte Herausforderung, finde ich persönlich jetzt, dass man seine Meinung preisgibt und mitteilt, ohne dass sie aufgezwungen wirkt und dass man weiß, wann Stopp ist. Also das ist wirklich auch dann von Person zu Person unterschiedlich. Ich hatte ja die Co-Trainerstelle in unterschiedlichen Vereinen auch schon mit unterschiedlichen Trainertypen. Das ist dann jedes Mal auch eine Herausforderung und es dauert seine Zeit, bis man als Team so zusammenwächst, dass man weiß, wie weit man gehen kann und wie weit man nicht gehen kann oder wann man aufhören sollte. Weil am Ende des Tages ist wirklich, der Cheftrainer muss die Entscheidung fällen und weil er am Ende des Tages auch dafür verantwortlich ist. Wie viel Input möchte da Jogi Löw haben oder entscheidet er das meiste selbst? Nein, wir sind eigentlich sehr ausgewogen im Trainerteam. Wir sprechen eigentlich über alles und am Ende des Tages versuchen wir natürlich schon eine Entscheidung zu treffen, mit der wir alle leben können. Aber wie gesagt, am Ende zieht Jogi die Entscheidung, die er für richtig hält, vor. Durch den Film 2006 zur Fußball-Weltmeisterschaft bekamen wir ja exklusive Einblicke aus der Kabine der deutschen Nationalmannschaft. Da hatte ich so das Gefühl, dass es eine Rollenverteilung gab. Klinsmann, der große Motivator, Löw dann eher so der Mann, der die Taktik im Hintergrund vorgab. Gibt es in jedem Trainerteam so eine klassische Aufteilung? Und wie ist es aktuell? Boah, ob es die gibt, weiß ich nicht. Ich bin ja jetzt nicht überall dabei. Aber ich denke, wie gesagt, die Teams sind mit Sicherheit aufgrund von ihren Rollenverteilungen und von ihren Fähigkeiten und Stärken unterschiedlich. Deswegen funktionieren ja auch manche Zusammensetzungen und manche funktionieren nicht. Bei uns ist schon so,
sage ich mal, dass der Trainer schon das Gros auch eigentlich alles übernimmt. Er performt alles an Besprechungen, Trainingseinheiten mache ich natürlich, versuche ich vorzubereiten, wir besprechen alles, teilen uns da größtmöglich auf. Aber dass man jetzt sagt, einer macht speziell das und andere das, das ist bei uns eigentlich nicht der Fall. Finde ich ganz spannend, wenn man nochmal zurückschaut in Ihre Vita. Sie waren zuletzt in der Bundesliga ja auch beim SC Freiburg, Cheftrainer, mit dem Co-Trainer Christian Streich. Also das stelle ich mir relativ spannend vor. Christian Streich in der zweiten Reihe, wie war das? Spannend. Ja, es war eine gute Erfahrung, ich denke, für Chris genauso wie für mich. Es war damals natürlich eine sehr anstrengende Zeit, weil der sportliche Erfolg nach 4 Jahren Robin Dutt nicht sofort eingekehrt ist. Und das weiß man, wenn man neu ist und ein neues Trainerteam und nicht sofort den Erfolg hat, dann wird es einfach schwer. Und dann sind natürlich auch die Probleme, die werden mit Sicherheit nicht geringer. Aber es war eine sehr gute Zeit, muss ich sagen. Ich denke, auch die Zeit davor, wir haben ja zusammen auch im Nachwuchsleistungszentrum in der Fußballschule zusammengearbeitet. Und da muss ich sagen, das war insgesamt trotzdem eine sehr, sehr gute Zeit. Auch wenn die 6 Monate, als ich Cheftrainer war, jetzt vom Sportlichen her nicht das gebracht hat, was wir uns mit Sicherheit alle vorgestellt haben. Christian Streich hat uns das ja mal geschildert, ja, dass das für ihn ja auch schwierig war, danach zu entscheiden, dass er überhaupt diesen Chefposten dann annimmt, weil er sich ihnen loyal gegenüber verhalten wollte. Haben Sie noch Kontakt? Wie ist der? Ja, also wir haben weniger Kontakt, wenn wir uns sehen, dann natürlich, dann sprechen wir miteinander und alles, aber dass wir uns jetzt gegenseitig anrufen oder so, das machen wir eigentlich nicht. Die vergangenen beiden Co-Trainer der Nationalmannschaft, wenn ich es richtig auf dem Zettel habe, wurden oder sind jetzt Cheftrainer der Nationalmannschaft oder Cheftrainer bei Bayern München. Bekommt man da Lust, den gleichen Weg zu gehen? Eine mathematische Reihe aufstellen mit 2 Beispielen. Bisschen dünn. Aber schon mal ein Anfang zumindest. Ja. Ich denke, aufgrund von meinem Portfolio und meinem Werdegang mit sämtlichen Stationen und Aufgaben, die ich in einzelnen Vereinen betreut habe, vom Co-Trainer, Jugendtrainer, Cheftrainer, mit 3 Entlassungen, mit Arbeitslosigkeiten, weiß ich die Position, die ich jetzt habe, sehr zu schätzen. Und ich habe ja mal irgendwann mal, als ich gemerkt habe, in der Oberliga, es ist schwer, immer sich hohe Ziele zu setzen, die dann vielleicht auch nicht erreicht werden, habe ich mein Ziel umformuliert in der Form, dass ich gesagt habe, mein Ziel ist, hauptberuflich als Trainer zu arbeiten. Und damit bin ich sehr zufrieden. Und was kommen wird, das wird man sehen. Aber aktuell muss ich sagen, ich mache alles, dass die Konstellation wie jetzt zustande bleibt. Und weil ich bin sehr davon überzeugt in der Konstellation, wo wir jetzt sind. Und es macht wahnsinnig viel Spaß. Und deswegen bin ich sehr zufrieden und habe auch keine anderen Gedanken oder irgendwelche Begehrlichkeiten. Im Fußball weiß man nie, was kommt. Das ist aber Ihre Aufgabe, zu erahnen, was kommt. Ich meine, was auf dem Feld passiert. Verändert sich der Fußball im Moment noch oder wird er sich in den nächsten Jahren nochmal verändern? Sprich, Spielsysteme nochmal anders in Mode kommen? Was haben wir da zu erwarten? Ja, ich glaube, es weiß keiner, so was kommt, sondern das, was Sie ansprechen, ist eher eine Analyse vom Ist-Zustand und dann zu verändern, um einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den anderen zu haben. Sondern die Entwicklung von neuen Systemen oder veränderter Spielweise kommt ja immer aus dem Bestehenden. Sich abzugrenzen von anderen, nicht so sein wie alle anderen, weil wenn man gleich ist wie alle anderen, dann braucht man die besseren Spieler und die hat man nicht immer. Deswegen ist es aus meiner Sicht eher sei mal eine Veränderung, die der Fußball permanent bestritten hat bisher. Und der wird definitiv auch weitergehen. Ist das aber vielleicht auch der Reiz in Ihrer Rolle? Sie hatten eben gesagt, in der ersten Reihe muss man immer ein bisschen mehr performen, auch für uns Medien, dass man als Assistent von vielleicht ein bisschen mehr im Hintergrund tüfteln kann und nicht nervige Fragen jede Woche gestellt bekommt, sondern man kann mehr machen, das, was vielleicht mehr Spaß macht? Absolut. Also das Kerngeschäft eines Trainers wäre jetzt falsch formuliert, weil das Kerngeschäft eines Trainers, eines Cheftrainers, beinhaltet auch die mediale Arbeit und die Arbeit dann mit Vorständen und mit Fanszenen und allem. Aber die Arbeit als
warum man Trainer geworden ist, ist ja in der Regel die Arbeit mit der Mannschaft. Und ganz zwangsläufig hat man mehr Zeit, wenn man die medialen Geschichten und die Vorstandsgeschichten und alles nicht machen muss, sich um fußballinhaltliche Sachen zu kümmern, sich um die Mannschaft zu kümmern. Und das macht schon Spaß, absolut. Sie schauen natürlich auch, was sich im Unterbau tut, im DFB. Da gab es ja zuletzt auch Stimmen, die gesagt haben, oh, wir kriegen Probleme, unser Nachwuchs ist nicht mehr so gut, wie er mal war. Wie sehen Sie die Situation im Moment? Ja, natürlich haben wir, sage ich mal, in der Breite nicht mehr die große Anzahl von Top-Talenten, vielleicht jetzt auch gerade in gewissen Altersstufen. Aber ich bin dann nicht ganz so skeptisch wie vielleicht der ein oder andere, weil ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass wir immer noch sehr, sehr gute Spieler haben, die vielleicht jetzt im Vergleich zu anderen Nationen mit 16, 17, 18 vielleicht noch nicht so weit sind, die aber dann vielleicht mit 20, 21 dann doch nochmal einen großen Schritt machen, um richtig gut zu werden. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich unsere Ausbildung überdenken. Die ganze Geschichte mit den Nachwuchsleistungszentren, wo man ja schon mal besprochen hat, inhaltlich vielleicht wieder ein bisschen weg von taktischen Dingen, mehr zu individuellen Dingen, zur individuellen Ausbildung, weil uns natürlich aufgrund von der gesellschaftlichen Veränderung, dass Kinder nicht mehr so oft und frei Fußball spielen und sich frei verhalten, dieses natürlich dann wieder ins Training aus meiner Sicht integrieren sollten. Das heißt, mehr das freie Spiel, die Kreativität der Spieler freien Lauf lassen, nicht zu früh in Systeme oder in Analysen zu verfallen, wo man dem Spieler schon sagt mit 13, wenn es so ist, musst du so machen, wenn es so ist, musst du so machen, weil das hemmt den Spieler. Und vielleicht sollten wir in diesem Bereich wieder ein bisschen mehr reingehen, mehr Ballbesitz in der Form, dass man vielleicht die Anzahl der Spieler minimiert, ja, was ja auch so Projekt Zukunft, wo ja schon die Gedanken sind, mehr vielleicht öfters auf 3-3, 4-4 zu gehen, wo die Spieler mehr Kontakte haben, öfters in Situationen kommen, wo sie es selbstständig lösen müssen. Das sind Dinge, die man mit Sicherheit angehen müssen. Wie sehen Sie die Situation der Bundesliga im Moment? Wie beurteilen Sie das Niveau da? Ja, das Bundesliga-Niveau, denke ich, das ist ordentlich. Es ist natürlich auch immer schwer für Vereine, sage ich mal, eine gewisse Konstanz an Cheftrainerstellen reinzubekommen, weil ich glaube schon, dass gerade so Spieler, die denn aus dem eigenen Nachwuchs kommen, gewisse Zeit brauchen. Die Zeit hat einen gewissen Spieler vielleicht jetzt oder einen Trainer nicht, was im Umkehrschluss heißt, dass das Niveau zu erhöhen, entweder über ausländische Spieler oder über Top-Spieler oder über die Entwicklung der eigenen Spieler geht. Und die Entwicklung der eigenen Spieler ist bei uns natürlich jetzt schwieriger geworden, weil die Halbwertszeit der Trainer einfach stark reduziert wurde. Das heißt natürlich, dass ein Trainer viel, viel mehr auf schnellen Erfolg aus sein muss, als vielleicht noch vor 20 Jahren, als ich angefangen habe, Trainer zu werden, weil da bist du eigentlich eher als Cheftrainer eingestellt worden, wenn du ein Gesamtkonzept mitgebracht hast. Heute bist du ja als Cheftrainer Bundesliga in erster Linie vielleicht mal bei der Einstellung Krisenmanager, ja, weil viele Trainerwechsel dann erst im Misserfolg passieren und nicht am Anfang von der Saison. Also da denke ich, hat die Bundesliga vielleicht, oder müssen wir vielleicht auch Wege finden, wo man mehr junge Spieler reinbringt, um das Niveau dann aufgrund von der Steigerung der einzelnen Spieler wieder erhöht, dass vielleicht auch die Bundesliga wieder ein bisschen sportlich auch ein bisschen stabiler wird. Was vermuten Sie, was wird Corona mit dem Fußball machen? Wie wird der Fußball nach der Corona-Pause, die dann irgendwann hoffentlich mal ein Ende hat, was wird bleiben? Wird sich was verändern? Was ist Ihre Prognose da? In den Top-Ligen und Top-Vereinen glaube ich nicht unbedingt, dass sich irgendwas regulieren wird, weil Top-Spieler werden immer top bezahlt und werden immer gesucht sein. Ich befürchte eher, dass es vielleicht ein, zwei Stufen weiter unten ein bisschen schwieriger wird, die eh schon Probleme haben, sei man ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, dass es da vielleicht schwieriger wird. Aber man wird sehen, ich weiß es nicht, aber aus der Erfahrung raus war die Nachhaltigkeit bisher ähnlich, also nicht wie in dem Fall, aber wenn irgendwas vorgefallen ist, nicht so lang und so groß.
Miteinander ist ja unser Thema heute, Jens. Und da bist du ein bisschen raus bei der Abschlussfrage, die ich mir aber nicht verkneifen kann, Markus Sorg. Ein Schwabe und ein Badener im Trainerteam im DFB. Wie geht das denn eigentlich? Das müssen Sie entscheiden. Aber im täglichen Umgang ist das Thema gar nicht. Also sprachlich haben wir keine Probleme. Gut. Das ist schon mal gut. Weder sprachlich noch menschlich. Also es funktioniert aus meiner Sicht, kann ja nur meine Sicht darstellen, funktioniert es wunderbar und es macht, wie gesagt, prima Spaß. Und ich hoffe, es wird noch lang so andauern. Also da kann ich dann als neutraler Beobachter sagen, das wirkt auch von außen sehr harmonisch. Also ich sehe da jetzt keine Ressentiments zwischen der einen Landsmannschaft zur anderen hin. Vielen Dank, Markus Sorg. Bleiben Herzlichen Sie gesund, Dank. In diesen Tagen ganz wichtig. Und wir drücken die Daumen, dass wir Sie bald wieder Länderspiel sehen. Auf dem Platz am Rand sehen und dass wir bald wieder den rollenden Ball sehen. Danke dafür. Das hoffe ich auch und im Endeffekt wir alle. Vielen Dank für das Gespräch und gute Zeit. Ja, Markus Sorg, herzlichen Dank. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst doch mal ein Abo da. Ihr wisst ja, ne? Auf deiner Seite ist das, Jens. Da, genau. Abo. Und unser YouTube-Held Martin sagt uns immer, das geht nicht. Aber ich mach's trotzdem. Hier in der Mitte sind die alten Folgen. Klickt doch mal drauf. Sind schöne Sachen dabei.